Zurück bei Sets Allerlei am letzten Tag, wo ich Vertretung habe, fällt mir natürlich noch ein Titel ein für das Format. Genau, das ist jetzt heute die letzte Folge, die ich aufnehme in Vertretung für Luzi. Der ist ab morgen wieder da und heute spielen wir eine Runde TFT. Hier fängt schon einer direkt an rumzupingen, das heißt, ja, das wird schön. Genau, also TFT ist quasi so ein Autobattler von Riot Games, dem Macher von League of Legends. Und ja, wir gucken mal, was wir machen. Ich bin gerade im Normal Game, weil ich das selber auch nicht so viel gespielt habe. Hier kann man einfach jetzt seine Figürchen oder seine Champions quasi aufs Feld setzen und die kämpfen dann fein. Gibt auch verschiedene Kompositionen, die man spielen kann. Wir schauen einfach mal, was wir heute irgendwie so rausbekommen. Ich hoffe, in den letzten Folgen haben euch heute auch gefallen, dass ich den Luzi da gut vertreten konnte. Dass zumindest ein bisschen was Content da war. Auch wenn YouTube mich irgendwie hasst und die ganze Zeit meine Videos runterdreht, aber wahrscheinlich gibt es einen Trick, den ich nicht kenne, weil ich mache sowas halt nicht regelmäßig. Das war jetzt tatsächlich einfach nur eine Notlösung von Luzi. Er hatte mich gefragt, ob ich schnell was aufnehmen kann übers Wochenende, weil er dann nichts vorbereitet hatte. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Corki-Stelle mit auf und dann hoffe ich mal, dass wir zumindest in die Top 4 kommen. Im besten Fall natürlich Platz 1, aber ja. Was will man da machen? So, itemmäßig sieht es ganz okay aus, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch ihn hier mit rein. Und fangen erstmal mit Hardsteel an. Das heißt, wir müssen dann hier so ein paar Herzen sammeln und kriegen dann dafür nachher Belohnungen. Oder auch wenn wir sterben, kriegen wir mal ein paar Herzen dazu. Also es ist ganz gut, wenn man es früh kriegt, weil man auch ein bisschen verlieren kann. Um mal diese Belohnung auch zu pushen. Und sobald man diesen Wert erreicht, kriegen wir was Schönes, im besten Fall. So, das ist eigentlich ganz gut, aber die Items, die ich habe, die gefallen mir eigentlich gerade, deswegen nehme ich das mal nicht. Das ist auch blöd. Ja, dann nehmen wir das hier. Kaufen den hier noch einmal. Kriegen eine Komponentenschmiede. Und nehmen uns da einmal hier den übergroßen Stab. Und die Items, würde ich sagen, verteilen wir erst, nachdem wir ein paar Mal verloren haben. Einfach, damit wir noch ein paar Stacks kriegen auf unsere Kiste hier. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr das Spiel kennt oder ob ihr da irgendwelche guten Comps habt, mit denen ihr gut fahrt, oder ob ihr das Spiel noch gar nicht mal oder noch nichts davon gehört habt. Was ich nicht denke, weil viele haben das auch schon so gebracht. Ja. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und das sieht aber tatsächlich aus, als würde ich das gewinnen, was ich jetzt eigentlich nicht so gut finde, muss ich sagen. Na, oder? Na, perfekt. Wie gesagt, am Anfang wollen wir verlieren, um einfach unsere Kiste hier hoch zu leveln. Dann machen wir das noch. Aber irgendwann, wenn wir halt mehr Einheiten haben, dann wird es auch für uns schwieriger zu verlieren. Hoffentlich. Und wir gucken halt, dass wir jetzt hier oben, sieht man halt, ja, die Runden, die man hat. Also wir sind jetzt in der Runde 2, Abschnitt 2. Wenn das durchgelaufen ist, kommen wir in Runde 3. Wir versuchen jetzt erstmal hier Runde 2 komplett durchzuverlieren, um einfach hier gut Loot zu bekommen. Leveln auch nicht auf, was man eigentlich früh macht, wenn man halt viel gewinnen möchte. Und ja. Das könnte auch wieder knapp werden. Ja, das werden wir aber gewinnen. So, Spielerkämpfe bis zu Belohnungen 3. Okay, ja, jetzt haben wir halt schon so ein gutes Board, dass es tatsächlich schon schwer wird, absichtlich zu verlieren. Es macht auch keinen Sinn, jetzt einfach keinen aufzustellen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal hier
sie mit rein. Machen ihn hier vorne was tankiger. Und gucken mal. Die restlichen Items behalten wir erstmal noch. Und hoffen, dass das funktioniert. Na komm. Also ich versuche auch nochmal hier das 8-Bit noch ein bisschen aufzubauen. Weil das ist dann quasi nochmal so eine Mechanik wie jetzt hier auch mit der Kiste. Dass man da halt einen Highscore knacken muss und je nachdem wie hoch dieser Highscore ist, gibt man auch bessere Belohnungen. So, den hier hätte ich gerne, weil der ist sehr stark in der 8-Bit-Kombo, der Garen. Aber ja, der ist auch sehr begehrt bei anderen Spielern, habe ich so das Gefühl, weil als ich das früher noch aktiv gespielt habe, also früher vor ein paar Monaten, war Garen eigentlich immer stark. Sobald er ein bisschen Leben und Verteidigung kriegt, kann der auch mal gern ein Team solo zerdeppern. Das hoffen wir jetzt natürlich mal nicht, dass es passiert bei uns. Also dass wir von dem zerdeppert werden. Dann nehmen wir die nämlich wieder raus und dafür ihn rein und kriegen auch diesen Spielautomaten, wo wir jetzt 1000 erreichen müssen. Und hier wird nochmal erklärt, genau. Je mehr Schaden wir machen, desto höher wird dann diese Maschine hier gewertet. So, sonst können wir nichts mehr spielen, dann können wir sie aber verkaufen, weil die brauchen wir nicht für unsere Comp. Wir gucken ja schon mit den Items, was wir am besten geben können. Die halten wir erstmal noch. So, er ist auch ein AD Carry, braucht also Angriffsschaden, also hier das Axt-Symbol, damit er mehr Schaden macht. So, verlieren wir das? Ne, wir gewinnen das leider. Geschätzter Wert 6. So. Wähle deine Fahrt, erhöhe den Einsatz. Das heißt, genau. Wir haben jetzt quasi das mal ein bisschen rausgezögert. Jetzt doppelt so viel Herzen, aber wenn du einen Ankampf findest, verlierst du 50% und hältst sofort eine Belohnung. Wir schauen einfach mal, wie das hier wird, ob wir das jetzt auch so ausspielen können. Dann bekommt er hier nochmal Blutdürste, damit er ein bisschen Leben regenerieren kann mit seinen Angriffen. So, er geht auf Zaubermeister. Der könnte es theoretisch schon gut aus dem Leben nehmen. Aber ja, meine Einheiten sind zu tanky und zu stark. Das heißt, wir kriegen jetzt doch schon unsere Belohnung ausgezahlt. Schade. Aber gut, so ist das. So, da kriegen wir jetzt ein bisschen Geld raus. Und ja, zwei Champions tatsächlich noch, den brauchen wir tatsächlich nicht. Den hier brauchen wir tatsächlich auch keinen. Wir könnten sie hier mitnehmen für Big Shot, dass sie ein bisschen mehr Schaden machen. Ja. Vielleicht machen wir das für den Anfang einfach mal. Um davon mal sicher zu gehen. Und jetzt müssen wir von 20 anfangen. Die Belohnung zu erhalten oder das zu sammeln. Das brauchen wir auch nicht. Ja, wenn man Champions verkauft, gibt man Geld dafür. Dass wir die jetzt auf Level 2 bekommen, ist super, weil die ist auch 8-Bit. Das heißt, für unsere Comp auch sehr essentiell. Die können wir dann direkt schon draufpacken. Ist die Frage, ob wir weiter jetzt Hardsteel spielen möchten oder nicht. So, dann stellen wir sie einmal auf, können direkt nochmal hochleveln, stellen sie einmal auf, sie ist auch AD, er ist auch AD, sehr AD-lastig alles hier, sie kann weg, die brauchen wir auch nicht,
müssen wir schauen, wie wir es am besten spielen können. Und was unsere Gegner spielen. Wir sind schon sehr stark mit Level 6 so früh. Aber wir haben auch sehr viel Gold jetzt bekommen letzte Runde. Das heißt, Harz, die werden wir wahrscheinlich gleich aufgeben. Ja, oder vielleicht auch nicht. Okay. Der war tatsächlich auch stärker als wir. Was haben wir hier? Noch mehr Geld. Ist erstmal gar nicht schlecht. Dann kaufen wir ihn hier noch. Level nochmal auf, dann kriegen wir auch eine Chance auf bessere Einheiten. Haben nochmal einen guten Tank vorne mit drin stehen. Ja, kriege ich das hier schon mal. Ja, aber das bringt uns, glaube ich, nicht viel. Nee, tatsächlich nicht für ihn. Der ist AP. Das wäre, glaube ich, der Erzengel. Das ist tatsächlich nicht so viel für ihn. Da schauen wir lieber mal, ob wir da gleich was Besseres finden. So, meanwhile brechen wir hier die ganzen Highscores. Das heißt, wir machen dann auch nachher mehr Schaden. Genau, 5%, wenn wir diesen Highscore brechen. Und dann müssen wir gleich gucken, ob wir vielleicht so ein Emblem kriegen, die man entweder craften kann oder auch im Karussell finden kann. Aber ich denke mal, Hardsteel wird jetzt für uns keinen Sinn mehr machen. Das heißt, das verkaufen wir gleich. Und können dann... Ja, wir nehmen dafür rein. Wir rollen mal ein bisschen, gucken, ob wir vielleicht noch was finden hier. The Riven. Das ist natürlich jetzt sehr gut, so eine legendäre Einheit. Dann gehen wir ihn nämlich raus, setzen ihn mit rein. Und Riven bekommt das dann. Damit die einfach noch ein bisschen länger durchhält. Das heißt, Hardsteel ist jetzt komplett raus. Das war halt... Jetzt mit dem Level-Ups auch ein bisschen blöd von mir gespielt, dass sie so früh auf Level 7 gegangen sind, weil dann haben wir mehr Einheiten, gewinnt auch mehr, aber gut. Dafür haben wir jetzt hier unser 8-Bit, was wir jetzt ein bisschen hochleveln können. Mit hoffentlich später dann Garen als Carry oder Riven, je nachdem. Und ja. Wie gesagt, also der Yorick, den wir gerade bekommen haben, diese legendäre Einheit, das war halt wirklich extrem Glück, weil wir haben 1% Chance, eine legendäre Einheit zu finden. So, was haben wir hier? Da haben wir so nichts, was wir für unsere Comp direkt brauchen. Was halt gut wäre, dieser Spatula, also dieser Fadenwender, der ist meistens als erstes weg. Dann schauen wir, dass wir vielleicht das Schwert da hinten bekommen. Perfekt. Weil wir da viel AD mitkriegen, was halt für unsere Carries auch brauchen. So, schön Karussell. Sind wir auch schnell dran gekommen. Nochmal ein Corki. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht dann. Was braucht die? Ja. Zeigen, dann kriegt sie einmal hier auch nochmal das Spear of Shojin. Einfach, damit die öfter ulten kann. Öfter ein Schild bekommt, mehr Schaden macht. Was einfach auch besser für uns ist. Und dann hoffen wir, dass wir es gewinnen. Mehrfach. Ja, ich bin jetzt Country, heißt, wenn die Champions genug Schaden bekommen haben, sein Pferdchen noch hierzu, was AOE Damage macht und auch richtig reinhaut auf späterer Stufe. Aber unser Lorik, hat man vielleicht gerade gesehen, genau hier, der beschwört Ghule, der auf die Gegner springt und dann mit angreift. Also ist es quasi so ein Minion-Rush danach, ja. So, der bringt uns leider nichts. Die bringen uns alle nichts, die wir jetzt hier haben. Dann rollen wir noch mal ein bisschen.
Und dann können wir vielleicht gleich ein bisschen Schnellfeuer mit rein setzen. Genau, er kann weg. Und dann schauen wir mal. Leider alles nicht die richtigen, die wir für unsere Komm brauchen. Ihn können wir mal kaufen. Einfach damit wir ihn gleich schon ein bisschen aufleveln können. Weil wenn man eine gute Frontline hat, können halt die Leute hinten auch viel Schaden austeilen, wenn die ja nicht direkt vorne gewonshottet werden. Und je mehr Schaden wir machen, desto höher geht unser Highscore. Das heißt, das wäre natürlich für uns super. Aber 8-Bit zählt für das ganze Team. Also nicht nur für 8-Bit Champions. Das heißt, wenn wir hier nachher auch ein bisschen schneller angreifen können, ist es sogar noch besser für uns. So. Hier ist wieder nichts für uns dabei. Aber wir geben jetzt mal kein Geld aus, weil das ist eine Minion-Runde. Das heißt, da sparen wir erstmal. Und schauen mal, was wir so bekommen. Aber die zwei kann man auch hier verkaufen. Das ist eigentlich immer so eine sehr schnelle Runde gegen die Wölfe. Die machen zwar gut Schaden an der Backline, aber platzen auch sehr schnell. Was ist das? Das habe ich schon nie gesehen. Okay. Das hier mal. Kaufen das. Nehmen dann einmal den Bogen. Können den einmal aufleveln. Hier kamen jetzt sehr viele Items bei rum. Das ist aber. Stört mich jetzt weniger, muss ich sagen. Nehmen wir nochmal ein Schwert. Und dann schauen wir doch mal. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die brauchen wir für unsere Comp. Und dann geben wir einmal das hier. Und den können wir eigentlich auch geben. Da macht sie nämlich mehr Schaden gegen Gegner mit viel Leben. Und durch die Wutklinge greift sie ja dann sicher schneller an. Gut, den kriegen wir jetzt auf gar keinen Fall tot, weil er schon Level 3er hier sehr tanky ist. Okay, das könnte eine relativ schnelle Runde werden. Aber gut, das habe ich gestern bei Magic auch gesagt und nachher war es trotzdem dann sehr lange. So, so, so. Nehmen das hier mal. Das ist sehr gut für uns. Na, obwohl. Ah, nee. Nee. Leveln wir nochmal auf Level 8. Stellen Sie noch hiermit auf. Jetzt habe ich schon den 8-Bit-4er-Bonus und jetzt brauchen wir quasi zweimal dieses Emblem, um den 6er-Bonus freizuschalten. Aber wir kriegen jetzt schon mal pro Highscore, den wir knacken, 9% mehr Angriffsschaden dazu. Geben ihr dann direkt hier Tanz des Todes. Und gehen da somit auch in die nächste Runde dann. Also ich habe den Yorick. Hier vorne für den müssen wir schon noch ein paar Items finden. Einfach damit er länger am Leben bleibt und mehr Minions beschwören kann. Weil dann geht er mich richtig ab. Das war jetzt ein Lina Sweep, würde ich sagen. Unsere Puppen springen nach vorne in die größte Gruppe von Gegnern und betäuben die für 1,25 Sekunden. Und in der Zeit können unsere Units halt hinten relativ viel Damage raushauen. Der ist sehr wichtig hier, den brauchen wir auf jeden Fall. Der wäre jetzt super für uns gewesen, wenn wir noch Hardsteel gespielt hätten, weil es auch wieder ein legendärer Unit ist, aber ja. Das hat sich erledigt. Wir stellen die mal nach außen hin, damit die auch vielleicht ein bisschen besser in die Tanks reinspringen können. Und dann hoffen wir, dass wir gleich noch ein paar gute Items für ihn hier kriegen. Den guten Garen. Der ist ja von sich aus schon relativ tanky, aber natürlich mit mehreren Items ist der quasi unkillable nachher. So, komm, Yorick. Genau, hol deine Minions raus. Die springen dann schön auf die Gegner. Schneiden auch die Armor von denen. Das heißt, die kriegen dann nochmal mehr Schaden. Ja, und wir können hier weiter unsere Highscores hochballern.
Und so scalen wir halt dann auch nachher ins Late Game, weil unsere Einheiten so viel Schaden irgendwann machen, dass im besten Fall da kein Gras mehr wächst. So, hier ist noch ein Garen. Wenn wir den kriegen würden, das wäre natürlich optimal. Der hat auch das passende Item, das einfach noch mehr Leben bekommt. Sieht gut aus. Ja, dann holen wir uns den Garen. Perfekt. Na gut, der letzte Platz hat nur noch 6 HP. Das ging jetzt schon relativ schnell. Also normalerweise geht so eine Runde so 35 bis 40 Minuten. Also wird es auch ein etwas längeres Video hier. Noch ein Yorick hier. Perfekt. So. Wir sparen jetzt einfach nur die Runde, haben jetzt nur den Yorick gekauft. Rollen aber nicht. Einfach damit wir ein bisschen mehr Kohle haben. Was wir brauchen, sind immer hier diese leuchtenden Einheiten. Das sind Headliner, die gelten immer als zwei von ihren Attributen. Und im besten Fall kriegen wir halt 8-Bit oder Big Shot oder sonstiges. Was halt in unsere Comp gut reinpasst. So, dann. Der hat auch schon Level 3er. 2. Ja, das werden wir verlieren. Und Jinx, oh ja, der ist auf Punk gegangen. Das hat eine Early Game Comp. Aber mit den richtigen Einheiten kann die auch bis zum Late Game gut durchrasieren. Wie man jetzt hier gerade gesehen hat. Also meine Frontline ist ja quasi sofort geplatzt. Das war jetzt auch der zweite Platz. Der hat gerade eine Winstreak. Genauso wie der erste Platz sieht man immer an der Umrandung. Wenn die brennt, haben die halt gerade eine Winstreak. Da machst du nix. So, der erste ist rausgeflogen. Der bringt uns leider auch nichts. Das ist natürlich blöd, weil normalerweise will man relativ früh so einen Headliner haben, um halt seine Comms schon mal gut auszubauen. Aber man muss auch Glück haben mit dem Rollen. So, hier sieht man auch, also mit 70% Chance, dass es eine T3-Unit wird, also die einen normalerweise 3 Gold kostet. Und 30%, dass es halt so eine T4-Unit wird, wie er jetzt hier ist. Aber man hat halt immer den Preis dafür, als ob man die Unit jetzt dreimal kaufen. So, er hat auch wieder, er spielt auf Country, hat eine Dreier Katharina, die halt sehr viel Schaden machen kann. Aber sie ist zum Glück schnell gestorben. Aber unsere Frontline auch. Das ist natürlich nicht gut. Aber wir haben es trotzdem gewonnen. Das ist erfreulich. War zwar nur der Vorletzte, aber ein Sieg ist ein Sieg. Und wir wollen halt eigentlich, dass unsere Backline lange bestehen bleibt, damit wir einfach bessere Highscores bekommen. So, er will jetzt zum Beispiel Big Shot, aber auch wieder Hardsteel. Das heißt, es bringt uns gerade gar nichts, den zu kaufen, weil wir halt mit Hardsteel nichts anfangen können. Wenn wir sie hier bekommen würden, als Headliner, das wäre natürlich Premium. 8-Bit und Schnellfeuer. Das wäre wirklich das Optimum, was wir kriegen könnten. Aber ja, das ist halt auch immer ein bisschen glücksbasiert. So, dann sammeln wir die ganzen Items mal auf. Kann weg, kann weg. So, die Items. Einmal hier Magieresistenz und ein bisschen kritischen Schaden. Magieresistenz geben wir ihm. Den Handschuh behalten wir noch mal kurz. Ich roll mal runter ein bisschen, guck mal, ob ich einen besseren Headliner finden kann. Sieh mal, leider nicht. Also kein besserer Headliner. Aber ein potenzielles Upgrade, wenn wir die Kaiser nochmal bekommen, dass wir die auf Stufe 2 kriegen können. So, mal gucken. Das sieht gut aus. Das gewinnen wir. Der ist auch fast raus. Wir wahrscheinlich im Nachhinein trotzdem im Ranked reingehen können. Aber ja, ich wollte jetzt nicht übertreiben. Und wollte erstmal ein Normal Game machen. Ja, und dann haben jetzt hier die Kaiser aufgelevelt. Da
Da fliegt eine Krone des Taktikers zu irgendwem, warum auch immer. Lull. Perfekt. Eine 8-Bit Riven. So, und dann können wir mich jetzt hier unseren Entferner draufsetzen auf sie. Ziehen wir ihr die Items runter, geben die ihr. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann brauchen wir jetzt quasi noch ein Emblem, weil sie jetzt quasi als 2 8-Bit-Einheiten gilt. Damit wir 8-Bit auf Stufe 6 bekommen. Und wenn wir das schaffen, dann ist es over für die Gegner. Weil dann kriegen wir jedes Mal, wenn ein Highscore brechen, kriegen wir eine Belohnung dafür, wie es auch hier steht. Also der letzten Highscore brechen, der dir einen großen Preis gewährt. Und das verlieren wir jetzt leider. Wir haben ein bisschen mehr Schaden gemacht, um den nächsten Highscore freizuschalten, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, manchmal sind auch die Namen, die man hier in der Lobby hat, sehr speziell, sag ich mal. So, ihn kaufen wir nochmal. Wenn wir jetzt noch einmal kriegen, haben wir ihn auf Stufe 3. Dann rollen wir nochmal ein bisschen. In der Hoffnung, dass wir ein paar Updates kriegen. Ja, verdammt. Ja, verkaufen wir ihn hier. Weil wir den Garen quasi mit als Carry spielen wollen, genauso wie die Riven. Aber sparen jetzt noch ein bisschen, damit wir auch ein bisschen Zinsen aufbauen. Also pro 10 Gold kriegt man halt noch was Zinsen dazu. Wir kriegen jetzt zum Beispiel 2 Zinsen pro Runde. Haben aber eben auch diesen Sack gekauft. Das heißt, wir können bis zu 7 Zinsen bekommen. Also wir können quasi auf 70 Gold sparen und kriegen dann trotzdem Zinsen für. Normalerweise ist es Cap 50, also 5 Gold Zinsen. So, das ist die ganze Zeit verlieren. Das gefällt mir gar nicht. Naja. Mal gucken, was das noch gibt hier. So, jetzt kommen schon die Runden, wo sie volle Items haben. Da wollen wir natürlich hier hinten die Riven. Die Items werden auch zum Glück abgenommen, wenn die Einheiten auf die Bank kommen. Früher haben die Items behalten. Das heißt, wenn du jetzt eine Riven hier mit dem Buch hattest zum Beispiel, hättest du das einfach behalten und du hast halt ein Wasted Item auf dem Champ. Das haben die zum Glück geändert, weil sonst wäre es echt ein Pain. So, das heißt, uns fehlt jetzt noch eine Riven. Hier haben wir sie auch. Jetzt haben wir Riven auf Stufe 3. Das ist tatsächlich mega gut für uns. Dann kriegt er hier das Morellos. Das macht noch ein bisschen AOE-Damage, weil er auch so einen AOE-Angriff hat, wenn er seine Ult einsetzt. Wir rollen noch mal ein bisschen. Aber das sieht leider schlecht aus mit den Updates. Oder Upgrades, eher gesagt. Bis auf jetzt die Riven. Also die Riven ist trotzdem huge. Aber noch so ein Yorick wäre halt ganz cool. Weil der wird uns jetzt auch komplett auseinandernehmen wahrscheinlich. Ja, da macht auch unsere Riven leider nichts. Schade, schade. Noch 10 Leben. Das heißt, wenn wir die nächste Runde verlieren, sind wir sehr wahrscheinlich raus. So, dieser Domse DXD, der spielt gerade gegen den Geist, weil wir nur 5 Leute sind. Heißt, einer hat immer das Glück und spielt gegen eine Mannschaft vom Spieler, die ein bisschen geschwächt ist, weil der Spieler einfach nicht dabei ist. So, dann gehen wir noch ein bisschen runter. Hier ist noch eine Caitlyn. Ja, und eigentlich müssen wir jetzt All-In gehen, damit wir noch ein paar Updates bekommen. Da ist nochmal Fehler aus Level 3. Aber das war's dann auch. Ich würde einfach den Yorgi verkaufen und dafür kaufe ich den Garen. In der Hoffnung, dass die Runde jetzt auch überleben. Ich gebe ihm mal ein bisschen Crit. Vielleicht bringt es einen Unterschied, ich glaube nicht, aber. Nee. Das war's dann mit der Runde. Ja, jetzt hat die noch so ein. Also, die hat sehr viel Geld ausgegeben, diese Person.
Ja, ist so ein extra Finisher dazu hat. Schade, ist nur fünfter Platz geworden. Hier sieht man nachher nochmal, was man so als Comp hatte. Gut, aber der hier ist halt auch sehr stark. Die hier, die haben sie gerade fertig gemacht. Vielleicht immer so ein bisschen Belohnungen nach den Games. Ja, aber alles in allem war das eine nicht so gute Runde, sag ich mal, aber besser als letzter Platz. Gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, morgen ist dann ganz normal wieder Programm mit Luzi. Und dann, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dann. Ciao, ciao.